Möglicher Anteil ist hier 5400, den hätte ich auch gerne vom Bram. Ja, das ist ja noch nicht so viel. Wie gesagt, als wir den ersten Heist gemacht haben, haben wir jeder 200.000 gekriegt. Das ist voll geil, ich will auch so viel haben. Oh ja, komm, mal kurz einsteigen hier und die 6 Meter fahren. Hallo, ich habe voll Sprinterfahrung hier. Ja? Ich laufe halt einfach. Theoretisch kannst du aber mit dem Auto hochfahren, ne? Stimmt. Ich gehe mal außen hoch. Voll genial. So ein Treppenhaus. Geht ein bisschen schneller als da die blöde Mongo-Auffahrt. Ist ja eh bis nach oben, ne? Ja. Mal gucken, mehr. Ich bin schon oben. Oh, ja, ich noch nicht. Soll ich anfangen zu ballern? Ich steig schon mal aus. Nein, nein, warte einen Moment. Ich kann mich auch schlecht verstecken hier, oder? Ah, doch, hier hinter der Wand. Das ist gut. Aber ich habe hier nicht so geile Sicht auf die. Das ist ein bisschen blöd. Oh, shit, Alter. Boah, da haben die mich fast schon wieder gekillt. Ey, wer explodiert denn hier? Ja, mach mal. Ich schieß schon. Oh, shit. Ich komme jetzt auch mal das Treppenhaus. Wenn die aber auf Entfernung auch schießen, die kleinen Spackos, ey. Scheiß Koreaner. Hat doch hier noch... Oh ja. So, bam, bleib liegen, du Lutscher. Hast du einen tot? Alter, ich bin so schlecht gerade. Ich hab ein bisschen Probleme. Ich stehe hinter dir. Also. Ah, mein... Ja, du kannst auch in Deckung gehen, wenn du fast tot bist. Du regenerierst Leben. Ja, tu ich ja. Da war noch einer hinten, oder? Warte, ganz hinten. Da sind noch welche. Drei Stück sind da noch. Vier. Oh, weg von dem Auto. Kaputt? Ich bin tot. Oh nein! Okay, next try. Easy. Aber diesmal habe ich gar kein Geld gekriegt, was ist das denn? Ich habe voll viele Leute getötet. Einfach next try, wir machen das. Voll Flash, so. Ey. Wo kann ich... Ich wollte gerade sagen, kannst du das nächste Mal ein bisschen langsamer wegdrücken, dann kann ich auch Muni... STG einfach drücken. Ja. Einfach STG-Spam. Mehr musst du nicht. Aber du hast das gleiche Prinzip wie Johnny, hat das letzte Mal auch. Der hat auch mal gesagt, boah, warte doch mal. Als wenn er so schnell nicht STG drücken könnte. Ja, ich war aber letztes Mal nicht dabei. Ja, ich hab doch gerade schon gesagt, STG drücken. STG drücken. Mann. Junge. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Hast du die MP? Ne, die Karabiner. Und du hast gesagt, da gibt's gerade ein richtig geiles... Ach so, direkt hier vorne, das meinst du. Das Treppenhaus. Ja, da bin ich ja auch gegangen. ne, was hab ich? Ich hab die, wer ist denn hier unsere Bundeswehrwaffe, die nix taugt? Ich weiß gar nicht, ob die nix taugt. G18. Hä? Nee, G36 meinst du? Ach, G36. Und mein ich, ja. Sieht doch noch aus, ob da alles vertaugt. Nee, wurde doch hier bei Bild da groß angepriesen. Ja, hier, Mensch. Alle Schrott, was die Deutschen verkaufen hier. Ja, das stimmt ja auch. So. Gehst du hier in Deckung, oder? Hoppala. Oh, 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 oh. Na komm, ich gehe hinter. Okay. Und ich zieh mal kurz einen weg. Sniper voll gut. Genau, die habe ich. Echt, hast du einen Sniper? Ja. Ich habe schon zwei. Alter, Junge. Jawoll, schon zwei weggesnackt. Drei. Nice. Ja, komm, fall um. Der ist auch tot. Hier voll auf Entfernung. Schiert, ey. Oh, der ist tot. Ja, noch irgendwo einer? Da hinten sitzt noch einer. Da sind noch voll viele. Ja, da hat er sich geduckt. Du musst sie eigentlich direkt am Kopf treffen, ne? Ist auf jeden Fall besser. Ja, sonst fallen die ja hin und dann stehen die erst wieder nach 10 Sekunden oder was auf. Das ist voll. Na komm, zeig dich. Oh, jetzt habe ich den schon dreimal getroffen, ey. Die spielen ja echt Verstecken mit uns. Ist er tot? Ne, da lebt er noch. Komm, zeig dich noch einmal. Okay, den einen habe ich, glaube ich, tot. Der auch. Hinten, ganz hinten durch ist noch einer.
Da, ja. Sehen. Da sind noch zwei sogar. Ja, den einen habe ich immer noch nicht tot, den Spacko. Ah, da ganz hinten ist einer, genau. Da läuft einer durch die Mitte. Der ist auch tot. Okay, Baumarten. Ah, da vorne ist er, genau. Ich sehe keinen gerade. Da in der Mitte. Ich habe den getroffen, oder? Da. Genau, der ist tot. Ich habe ihn. Aber das müssen wir eigentlich durch können, oder? Ja, wir sollten trotzdem noch sneaky, damit wir nicht nochmal machen müssen. Ich geh mal gezogen hier durch. Sieht gut aus, oder? Ja, falls noch einer meint, der müsste sich hinter einem Auto verstecken oder so. Bei den Online-Missionen kannst du ja... Ja, dann steig mal ein. Sehen, was ist. Komm schon, einsteigen. Ja, ich muss noch ein bisschen Geld einsammeln. Ah, Bram fährt den gepanzerten China-Wagen. Boah, der ist voll geil, ey. Sieht aus wie Batman-Auto. Ein bisschen schon. Was? Beschädigung von dem Auto reduzieren und das Geld, was wir kriegen. Oh, okay. War die platt? Oder? Oh shit, ey. Gangster-Musik hier. Ja, Bram macht er. Exito. Okay, oh. Und weg. Oh, wir fahren in die falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, macht nix. Ja, ein bisschen verwirren. Warte, wie viele Leute hier sind? Ja, ich glaube, die muss ich abballern, ne? Ich bin echt gar nicht so sicher, wenn du jetzt so richtig rumballerst, kommen die Cops, aber... Ansonsten... Wie du meinst. Ja gut, jetzt sind die alle ineinander gefahren, das war sowieso ziemlich dämlich von denen. Ah, ist ja nicht mehr weit, der Bram, der macht das. Oh, von vorne? Oh, shit! Boah! Oh, Bram hat Abkürzung genommen. Weiß ich noch nicht so genau. Ja. Aber da kommt man auf jeden Fall durch. Ja, und oben ins Parkhaus rein. Oh shit. Cool. Die fahren aber alle hinterher. Oh shit. Ja, natürlich. Die wollen es ja auch töten. Scheiße, wir kommen jetzt wieder raus. Wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Ja. Ach, guck mal. Alter, Vater. Oh, ich habe einmal den einen Fahrer habe ich tot, Bram. Was ist los? Du? Ja. Vorwärts fehlgeschlagen. Nee, ich nicht. Hauptüberfall Crew ist raus. Ja, steht bei mir auch, aber ich bin nicht ausgestiegen. Oh shit! Er hat die Verbindung einen Abflug gemacht, oder? Ja, ich glaube deine, weil ich bin noch drin. Ich bin auch noch drin. Bei mir startest du jetzt gerade auch Grand Theft Auto bei Steam neu. Nee. Bin aber auch noch drin, oder? Oh nee, jetzt müssen wir nochmal machen. Dann sehen wir uns, sobald wir die Karre wieder haben. So, sind wir wieder. Wagen haben wir. Und jetzt müssen wir fliehen. Oh ja, wir müssen fliehen, Baby. Ram hat sich schon alles in die Luft gejagt. Ja, ist aber nimmt wieder Rücksicht auf die Karschaden. Ja, ich versuche so wenig wie möglich den zu schaden. Oh ja. So, hier hinten. Runter, 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 runter. Okay. Ups. Weißt du, rechts oder links? Ah, in der Mitte den Pfosten. Aber diesmal fahren wir auch direkt Richtung der Taxifabrik. Das ist gut, das ist gut. Gefechtspistole, was nehme ich? Klassische Pistole, Gefechtspistole. Ach, hier einfach drauf ballern. Im Zweifel. Aber so, anderthalb geht ja schon ganz gut. Anderthalb Kilometer noch. Versuch mal nicht so viel rumzuballern. Oh. Oh, Alter. Okay. Ach, die blocken uns ja, ne? Alter Junge. What I said about car damage? Boah, wo kam der denn gerade hin, her, ey? Das
Achso, man kann gar nicht so weit schießen mit der blöden Pistole. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die Leute sind alle abgedriftet. Die sind stehen geblieben. Oh, Bram driftet hier voll hart, ey. Puh. Aber immerhin sind keine Spackos mehr hinter uns, das ist gut. So, geschafft. Jawohl! Nur ein bisschen Aua gekriegt. Was macht die denn jetzt? Malt die denn jetzt pink an? Jo, bestanden! Boah, Bram hat Platin gekriegt hier. Ja, aber es ist ja nur eine Zwischenprüfung. Jetzt kommt auch das letzte. Oh yeah. Ich habe nochmal 5000 gekriegt. Und 2000 Erfahrung. Jetzt kommt der letzte... Der letzte Schmankerler. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen das System hacken. Wir müssen irgendwie... den ganzen Banküberfall koordinieren und dann fliehen, ne? Ja. Du fährst dann wieder, ne? Ja, kann ich machen. Ich glaube, es gibt auch zwei Jobs. Ich glaube, den Fahrer und den, der reinrennt oder so. Ja, und der hackt dann im Endeffekt, ja. Bin da selbst sehr gespannt, was da sich jetzt gleich ergeben wird. Dup. Das wird Lester uns jetzt bestimmt erzählen. Oh ja, erstmal das Smoken, sagst du? Ach ja, scheiße. So wie immer. Müssen wir Lester nochmal kontaktieren? Genau, das müssen wir nicht machen. Dann bis gleich. Türchen auf, Alter, ich mit meinen dicken roten Lippen, Alter. Oh, echt, ey, vor allem, wie glücklich du guckst. Ja, da bin ich überall rot. Will er uns angraben oder was? Ich glaube, das ist ja von seinem ersten Mal. Ja, echt, ey. Wo er Händchen gehalten hat. Oh, Belohnung 100.000. Ach, schade. Kriegen wir nicht alles. Okay, first time, Lisa. Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there. You get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me. Give me the box. And you get paid. Hmm? Hey. Cool. You know what? Like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, das ist ein bisschen beknallt, ne? Oh ja. Oh shit. Boah, ich glaube, der muss doch Geld haben wie heute. Kann er sich nicht einfach ein paar Nutten besorgen? Echt mal. Oh, Bram kriegt 60%, ich krieg 40%. Das ist die Tafel des Raubüberfalls, okay. Finals. Hier legst du fest, welchen Prozent. Ja, ja, je nachdem, welche Aufgaben. Achso, jetzt muss ich mir, jetzt muss ich wieder nachgucken. Jetzt muss ich, ich muss kurz wieder warten, bis er mir hier zu Ende erzählt hat. Ah ja, stimmt. So, bla bla. Der Anführer hat standardgemäß einen größeren Anteil, der kein Geld für das Beenden von Vorbereitungsmissionen bekommen hat. Ach echt? Ah, ja, ich habe ja immer 0 Euro gekriegt. Ja, ja, ich hab 5 gekriegt dann. Ah, okay. Ja, komm. Das wird mich tun. Oder schießen, fahren und Ausdauer. Hier kannst du mir die Werte des Spiels ansehen, welche Medaille für die Vorbereitung des Banküberfalls gekriegt hat. Ah, okay. Klingt irgendwie einfach der Plan. Geh in die Bank und öffne das Schließfach. Genau, betrete die Bank, begib dich zum Schließfach. Schon schwerere Pläne gehört. Bin selbst sehr gespannt. So. Komm, können wir jetzt mal endlich anfangen? Dankeschön. Ja, ich drück dann auch mal bereit, ne? Moment, also ich mach Fahrer. Du bist Bohrer. Ich bin Fahrer, anscheinend.
Weil ist irgendwie so festgelegt, oder? Achso, ne, ich glaube, genau, nee, hier. So, jetzt ändern sich auch die Aufgaben, wa? Betrete die Bank, zerstöre die Kameras, halte die Zeugen unter Kontrolle und du machst, betrete die Bank, begib dich zum Schließfach. Alles klar, Deal, komm. Betrete die Bank, was stand bei mir noch? Oh ja. Begib dich zum Schließfach. Okay. Wie willst du aussehen? Zwielichtig? Geschäftlich? Alle, wir sind voll die geilen Mofos hier. Ja, wir sind so Wartungsleute, oder was? Was denn? Das hier? Irgendwie wurden meine Masken gewechselt, ich hatte gerade so eine coole. Ja, die sind blöd. Hier bereit zum Spielen. Ja, die sind blöd. Wir können auch was anderes nehmen. Eine andere Maske. Oh, geil, ja, cool, deine cool. Weint. Die ist doch cool. Meine weint. Ich bin die Katze. Junge! No, ich bin der Fahrer. Hast du coole rote Outfit? Der fließt selber voll. Ja, dann steig mal ein, mein Freund. Der Fahrer so, fertig. Wir müssen erstmal zu dem anderen Auto wieder hinfahren. Ja. Und weil der Lester so weit weg wohnt von seiner blöden Mongo-Textilfabrik, ey. Oh ja. Was ist das für eine krasse Karre, dass sie so unheimlich gar nicht verzieht auf der Straße, ey. Voilà. Wenn der Wagen nicht da gewesen wäre, wäre die Kurve super schön gewesen. Ich wollte gerade sagen. Hast du die selber gekauft? Ja. Ja, die hat 700.000 gekostet. What? Okay, krass. Aber da war echt nicht der schönste, ich habe da nur auf die Werte geachtet. Ja, der hat auch echt krasse Werte, der ist voll schnell und voll bretthart in der Kurve, ey. Voll gut. Ja, der verzieht echt nicht. Ne, auch bei ultra krasser Geschwindigkeit kannst du ihn wieder kontrollieren, ey. Ich bin meiner Nudelkarre auf jeden Fall nicht. Ja gut. Ja gut, Inkompetenz hilft da auch nicht. Oh, wir haben ein Teamleben, Bram. Einer kann einmal sterben. Oh, stimmt, wer ausnutzt mein Leben? Wahrscheinlich, weil wir so nubig in der Vorbereitung waren. Wahrscheinlich. Aber das werden wir gar nicht dazu kommen lassen. Wir ziehen das jetzt... Ja, Hammer. Zieht ja einfach rüber, der Spacko. Wir ziehen das jetzt sauber durch, wollte ich sagen. Nicht mal geblinkt. Oh cool, dann darf ich hacken. Geil. Dann haben wir doch genau richtig aufgeteilt. Ich konnte mich ja schon vorbereiten hier. Der Wagen hier ist scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Koreaner, ne? Der steuert sich nicht so schön. So, 4,4 Kilometer. Jawohl, ich darf mich reinhacken. Okay. Oh, der ist jetzt auch ein bisschen schneller, der kleine Wurm hier. Ach, du machst das gerade schon wieder? Ja, ich muss das ja so lang machen, wie du fährst. Boah. Öde hier. Das war knapp. Jawohl, erste Stage haben wir. Gut, dass wir dabei sind. Das Korea-Auto ist cool. Doch, ja, cool. Geht richtig ab. Ja, geht richtig ab, nee, ich habe das schon okay. Oh shit, ja genau, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich sehe nicht mal den Weg hier vor Augen. Oh, shit, das war knapp. Oh shit! Der labert der echt ewig weiter? Ja, der labert einfach nur Bullshit und ich muss mich hier konzentrieren für die Kacke. Bin mal gespannt. Hau rein. No! Ach, ich hab gedacht, er kommt auf der linken Seite raus. Boah, das war frech. Shit, ey. Oh, Mann. So, ich bin aber fast durch. Ja, ich muss jetzt so warten.
bis du das geschafft hast. Jawohl, geschafft, Junge! Mensch! Warte, bis der Hack abgeschlossen ist. Was? Was hat er denn jetzt? Achso, jetzt zeigt er mir ein System gehackt. Jawohl! Oh, nice. Und wir stehen noch? Ah, so. Bring den Bohrer zu, jetzt darf ich den Bohrer dahin bringen. Ja, ich muss ja den Bohrer dahin bringen, oder? Ja, ich weiß, aber... Also, okay. So, jetzt muss ich hier die Unlock-App aktivieren. Okay. Und die Tür geht auf. Das sieht doch gut aus. Ich würde sagen... Maske auf. Ja. Ja, Waffe, Pumpgun. Gehen wir mal rein. Hallo, liebe Leute. Gehen wir mal zum Schließfach. Zerstöre die Kameras. Ist jemand getötet? Ich benutze den Bohrer. Ja, dauert nicht lang. Kann ich mich anschreien? Okay. Woo! Schreien! Bitte schreien wirklich? Whatever you want! Alter, ich muss hier voll bohren. Was ist das denn? Oh shit! So, guck mal, da haben wir noch keinen Alarm. Ja, mein Bohrer ist überhitzt. Muss aufpassen. Na Spaß, ihr haltet mich nicht weak, ja? Ich mach euch weg, ey. Oh shit, ey, mein Bohrer darf hier aber nicht. Immer schön langsam. Ja, einfach mal zwischendurch in die Luft ballern. Ja, Bram regelt das schon hier. So, komm, ich bin fast durch, ich bin fast durch. Ja, komm auch rein hier. Mal durch da. Jawohl, offen. Ja? Ja, haben wir. Dann holen wir den Inhalt. Haben wir. Ich hab'n. Okay, bereit abzuhauen. Okay. Komm mal rein. Auto ist da. Ich bin. Steig ein. Oh. Du musst doch nicht echt noch die Seite wechseln. Doch klar. Hallo! Muss zur Seite weg. Ja, gepanzertes Auto, Bram. Ja, nur 3 Sterne. Ja, wir befinden uns hier gerade am Venice Beach gleich. Scheiße, weil da kommen jetzt nämlich die Karren die ganze Zeit entgegen. Voll lang die Strecke hier. Warte mal, ich guck mal eben gerade, wo wir hin müssen. Okay, Bram, wir müssen voll in die Richtung. Kein Problem. Ich schieß besser nicht auf die. Nachher haben wir 4 Sterne, ne? Ja, ich würde auch sagen, lieber nicht. Heizt jetzt einfach. Das wäre echt öde. Ja, machst du schon. Machst du schon, Bram. So schnell geht. Düs, düs, düs. Und immer schön genau so antäuschen, damit die ein bisschen einlenken können. Ich glaube, da fahren wir eine Abschnitt. Ne? Ja, wir fahren einfach zur Brücke. Machen wir doch. Ja, ja. Da durch! Boom. Alter, aua. Hoffentlich machen die uns nicht den Reifen kaputt. Ach, wir haben gepanzerte Reifen. Ja, trotzdem. Ja genau, fahr einfach da rum. Das ist am besten. Ja, ich weiß. Ich komme auch einfach zur Brücke. Ist das scheißegal, wie die Kopf zu haben. Sprengt der jetzt ohne Scheiß, der sprengt jetzt echt gleich die Brücke da in die Luft. Oh shit! Oh. Aber nice. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast an der Brücke. Ja. Oh oh, Heli. Okay. Oh shit. Lol. Saugt er uns jetzt ein? Nice, Bram. Nice. Oh, die blocken dich so ein bisschen. Jawohl! Wie geil ist das denn bitte? Genial! Awesome! Geil! Alter, da muss dir doch schlecht werden in der Karre da drunter. Das ist aber trotzdem eine geile Art zu fliehen. Aber fett, ey. Na, damit hätte keiner gerechnet, ne? Ich zumindest nicht. Nice! Nice! Show to me.
Zeig dir mir. The holiday season at the Crest residence and daddy's out drinking. Say past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad. But don't get clingy. So nice! Spacko, bestanden, Alter! Hammer fett! Bram hat sogar wieder Platin gekriegt, die Sau, ey. 115.000 war möglich. Tatsächlich haben wir gemacht. Ja, 115.000 davon. Habe ich 46 cool. bekommen, nice. Schade. Okay. Alles nicht bestanden. Niemand wird erledigt, das haben wir geschafft. Ja, wir haben keinen getötet, ne? Das ist schon mal gut. Ah, schade. Bonus fürs erste Mal. Ja, wo? Was? Na, es gab 100.000. Nice, 146.000, ey. Geil. Und 3.000 Erfahrung. Das kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. Aber für den ersten heißt auf jeden Fall. Und dann bedanken wir uns an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sprechen genau, uns dann. Wir trinken uns nämlich jetzt noch ein. Alter, ich dachte gerade echt, das wäre Felddienst, wa? Aber das ist natürlich nur Pisswasser. Echt mal. Ja. Das gute alte Pisswasser. Ach, hab ich aber allergisch gegen, ey. Uns, ja. Echt, ey. Moment, passiert noch was? Nee. Nee, das war's. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss.